Es gab ja durchaus Leute, die gesagt haben, kommt bitte alle nochmal. Und da hat man gemerkt, das ist jetzt ein Verabschieden. Und diese Stärke gibt es und gab es, ja. Das ist, die gibt es und gab es. Oder auch dieser Drang nach Harmonie, dass man meint, wir sind ja so alle so Hollywood versaut. Ja, dass, immer, ne? Im letzten Moment muss noch der schöne Arzt in seinem Bugatti ums Eck kommen mit der heilenden Medizin und der heiratet dann auch noch die Nichte. Ist Käse. Kommt keiner. Es kommt keiner und es ist auch und so und das ist das Leben. Und was dazu kommt, so in Sachen Harmonie, man hat das Gefühl, man muss noch ganz viel zusammenfügen, wieder in Ordnung bringen. Steht uns gar nicht zu. Wie meinst du das? Ich habe bei Familien erlebt, dass die... diese klärenden Gespräche oder Versöhnung. Ja, Versöhnung oder eben auch, dass einer gesagt hat, du musst dich aber noch mit Tante sowieso versöhnen. Und, oder auch Schwestern oder auch Eltern, Kinder, wo die Kinder gesagt haben, nee, ich werde, meine Mutter ist für mich schon lange tot. Und das ist natürlich was, sich damit abzufinden, das ist traurig, aber auch das gehört zum Leben. Wir leben nicht in Hollywood, wo zum Schluss die ganze Familie nochmal ums Bett tanzt und dann derjenige dann gen Himmel fährt. Das passiert so. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe es aber auch erst 23 Jahre gemacht. Ich habe Versöhnung am Klärendes am Totenbett schon. Doch, ja, Klärendes am, ich habe Klärendes am Totenbett erfahren, aber nicht so dieses... Diese Märchen. Ich habe das Grausamste, was ich auch erfahren habe an einem Sterbebett, ist, ich saß beim Patienten, den ich eigentlich nur übernommen hatte. Das war eigentlich gar nicht mein Patient. Und ich saß schon ein paar Mal da. Und dann geht die Tür auf. Es kommt ein Mann rein, vielleicht 5, 10 Jahre älter als ich. Legt den Mantel ab, setzt sich hin und setzt sich so ins Bett. Ich dachte so, oh, schön, jetzt kommt wenigstens doch nochmal ein Kind oder ein Verwandter. Und dann sagt er, Vater, ich komme nur, um zu sehen, dass du endlich stirbst. Und da saß er, der hat mich quasi komplett ignoriert. Also, was heißt ignoriert? Und irgendwann ist er aufgestanden, nahm seinen Mantel und ging. Derselbe Mann hat mir später lang geschrieben und hat mir eben geschrieben, dass der Vater dafür verantwortlich, für den Tod seiner beiden Schwestern und der Mutter verantwortlich war. Mhm. Er ist nicht ins Detail gegangen, aber es war ersichtlich, was alles passiert ist. Und dann konnte ich nur sagen, ja, es ist gut, dass ich bei meinen Patienten nicht immer die ganze Geschichte weiß, weil ich könnte sonst nicht bleiben. Okay. Und mein erster Impuls war natürlich Harmonie und danach war einfach nur Verständnis. Ja. Ja, dieses lange Leben ging einsam zu Ende, aber vielleicht gar nicht ohne Grund. Der hat sich in diese Einsamkeit selber buxiert durch seine Taten. Der hat sich vermutlich in diese Einsamkeit selber buxiert. Und mein Gedanke, jetzt alles tralala wieder heile Gänschen hinzubiegen, das funktioniert nicht.